Generalsekretär und Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates. Eine Ehrenkompanie ist zu Ihrer Begrüßung angetreten. Es meldet Kompaniechef der Ehrenkompanie, Hauptmann Duse. Truppenbesuch. Eine Delegation der Partei und Staatsführung unter Leitung des Generalsekretärs des ZK der SED, Vorsitzender des Staatsrates der DDR und Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates Erich Honecker bei Einheiten unserer Landstreitkräfte. Ich begrüße Sie, Genossen Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere. Wir begrüßen unseren Hohen Gott. Hurra, hurra, hurra! Herr Generalsekretär, ich begrüße Sie aufs Herzlichste im Bereich Landstreitkräfte und wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Danke Ihnen aufs Herzlichste, alles Gute. Danke. Alles Gute. Erste Station der Vorführungen. Angehörige des Fallschirmjägerbataillons Willi Sänger beim Angriff auf einen gegnerischen Stützpunkt. Eine angelandete verstärkte Einsatzgruppe griff das Objekt frontal an. Der Kommandeur entschloss, Verstärkung heranzuführen. Bereits hier in den ersten Stunden des Truppenbesuchs wurde deutlich, so wie die Werktätigen der DDR unternehmen die Soldaten, Unteroffiziere, Fähnriche und Offiziere im sozialistischen Wettbewerb große Anstrengungen, um das Jubiläumsjahr der Republik zum erfolgreichsten im Ringen um hohe Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft zu gestalten. Militärische Höchstleistungen. Sprünge aus 900 Meter Höhe auf ein Punktziel unmittelbar vor der Tribüne. Offiziere, ich möchte Ihnen im Namen der hier anwesenden Mitglieder der Partei und Staatsführung der Deutschen Demokratischen Republik recht herzlich danken für die Ergebnisse Ihrer Ausbildung, in die wir soeben einen kleinen Einblick nehmen konnten. Wir wissen, dass Sie das alles tun, um alle Maßnahmen zu treffen, die es uns gestatten, im Ernstfall unsere Deutsche Demokratische Republik in gebührender Weise zu schützen. In diesem Sinne nochmal recht herzlichen Dank, viel Erfolg auch im persönlichen Leben. Eine weitere Station. Kämpfen und siegen wollen und können, wenn wir dazu gezwungen werden. Nach dieser Maxime handelten auch die Artilleristen des Paul Sasnowski-Regiments. Der Beweis: Treffer mit der ersten Salve. Gratulieren zum hohen Stand Ihrer Ausbildung. Dreimal bester Zug geworden, also beste Einheit geworden. Und dieses Jahr haben wir uns das auch wieder vorgenommen. Danke. Also macht's gut. Im Kampf gegen die Uhr. Der Gefechtsauftrag der Raketenartilleristen des Truppenteils Rudi Arndt lautete: Herstellen der Startbereitschaft aus der Bewegung.
Ausdruck für militärische Meisterschaft, für ausgezeichnete Beherrschung der den Soldaten des Volkes anvertrauten Technik und Bewaffnung waren die abschließenden Kampfhandlungen. Gegenangriff eines verstärkten Panzerregiments. Die Artilleristen des Truppenteils Hans Fischer schufen die Voraussetzungen. Mit ihren SFL 155 mm und den D-20 Kanonenhaubitzen hielten sie den Gegner nieder. Im Angriff dann das verstärkte Panzerregiment Julian Maschlewski. Im Angriffsstreifen des Panzerregiments auch die Kompanie Petzold. Hatte sie die Schwerpunkte des Ausbildungsjahres mit guten und sehr guten Ergebnissen gemeistert, lösten sie auch diesen Gefechtsauftrag. Gedeckt wurden die Panzer des Wettbewerbsinitiators der Landstreitkräfte durch die Mi-24 der Staffel Behrens aus dem Kampfhubschraubergeschwader Adolf von Lützow. Nach dieser Demonstration hoher Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft das abschließende Feldmeeting. Liebe Genossen Soldaten, Unteroffiziere, Fähnriche, Offiziere und Generale, der heutige Tag wird uns allen sicher in guter Erinnerung bleiben. In herzlichen und interessanten Gesprächen mit den hier anwesenden Genossen der Partei und Staatsführung der Deutschen Demokratischen Republik und durch den Beweis eures militärischen Könnens auf dem Truppenübungsplatz habt ihr auf Soldatenart zum Ausdruck gebracht, dass es für einen Armeeangehörigen nichts Wichtigeres gibt als die Verteidigung des Friedens und des Sozialismus. Zum ersten Mal auf deutschem Boden sind die Soldaten eines Staates Soldaten in eigener Sache. In unserer sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik verkörpert die Nationale Volksarmee die besten revolutionären und zugleich humanistischen Traditionen des ganzen Volkes. Die Soldaten des deutschen Arbeiter- und Bauernstaates, sie wissen um die Verantwortung, die den sozialistischen Streitkräften angesichts der neuen militärstrategischen Lage auferlegt ist. An der Seite der Sowjetarmee und den anderen Bruderarmeen handeln sie getreu der Aktionslosung Kampf um den Frieden jetzt erst recht. Der Deutschen Republik. Leider Schneider. Ich bin der Deutschen Republik. Ich bin der Deutschen Republik.